Das ist Herr Mayer. Ein ganz normaler Bürger mit einem ganz normalen Job in einer ganz normalen Stadt. Meier träumte schon immer von der großen, weiten Welt, von strahlenden Sonnenaufgängen an weißen Sandstränden, von weiten Fluren und Auen und von seiner Mutter. Nun ja, sie ist eine prächtige Frau. Letzten Endes wusste er aber selbst nicht genau, warum. Und so wie wir auch, so hat auch Herr Meier ab und an Differenzen mit seinem Mitmenschen. Herr Meier, ich würde Sie gerne später einmal in meinem Büro sehen. Herr Meier, was glauben Sie eigentlich, wofür ich Sie hier bezahle? Fürs Nichtstun oder was? Was soll ich nur mit Ihnen machen? Ihre Leistungen sinken von Tag zu Tag. Sie sollten sich unbezahlten Urlaub nehmen. Eins ist sicher, wenn ich so etwas noch einmal sehe, dann fliegen Sie. Dieses großzügige Angebot ließ sich Herr Meier natürlich nicht zweimal unterbreiten. Und so begann er innerhalb kürzester Zeit das aus dem Internet heruntergeladene Kündigungsformular in einen Antrag auf unbezahlten Urlaub umzuwandeln. Und durch Work and Travel würde er sein Vorhaben in die Tat umsetzen. Und so, mit seinem Plan, machte er sich auf. Auf in die große, weite Welt. Um es genau zu nehmen, nach Paris. Also nur nach Paris, weil für mehr die Zugfahrt zu teuer wäre. Anfangs und ganz entgegen aller Wahrscheinlichkeiten läuft sein Blog erstaunlich gut. So gut, dass er tatsächlich einen Werbevertrag angeboten bekommt. Und jetzt fühlt er sich... I've got the power! Doch zu früh des Jubels. Zuerst müssen, damit der Vertrag in Kraft tritt, die täglichen Views bis Ende des Monats gehalten werden. Und bis jetzt, nach Hälfte, sieht es zunehmend schlechter aus. Dann fliegen Sie. So, liebe Freunde. Ja. Kann man es schön sagen. Tja. Manchmal funktionieren ja die Dinge im Leben nicht so, wie man es gerne hätte. Und naja, wenn sowas passiert, ist es meistens für mich ziemlich doof. Naja, wir hatten auf jeden Fall eine richtig schöne Zeit zusammen. Ich bedanke mich dafür. Es war die schönste Zeit meines Lebens. Ich kann da einfach nur tausendmal Danke sagen. Das ist unglaublich gewesen. Vielen, vielen Dank. Naja, dass es jetzt letztendlich nicht geklappt hat, kann man nichts machen. Ist natürlich schade, aber wichtig ist, dass wir uns an die schönen Dinge erinnern. Dass wir uns daran denken, wie viel Spaß wir zusammen hatten. Ja, und wie schön diese Zeit war. Ich bedanke mich dann nochmal tausendmal bei den Leuten, die das Ganze mitverfolgt haben, die zugeschaut haben und die Beiträge verfolgt haben. Ja, unglaublich. Vielen, vielen Dank. Und naja, vielleicht sieht man sich immer irgendwo wieder. Bis dann. Ich freue mich. Ich freue mich. Guten Tag, mein Name ist Herr Müller von der Schöne Reisen GmbH. Wir wollten Ihnen zu Ihrem riesigen Erfolg des letzten Videos gratulieren. Es tut uns sehr leid, dass der letzte Deal leider geplatzt ist. Wir würden uns aber sehr freuen, wenn wir Sie für Verhandlungen in unserer Firmenzentrale begrüßen dürften.